Und macht Spalt? Ja. Ich mag das gerne, dieses gezielte Vorgehen. Das fand ich schon bei Shinobi Do immer so cool, dass du da Mein halt auch Name lautlos fiel immer sein wieder in Sanchelini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schürzenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. So, hier kenne ich mich dann auch nicht mehr aus. Hier sieht es schön aus, hier bleiben wir. Ist doch ganz nett hier am Strand. Ich habe doch mal mein Gewehr gewechselt. War das ein nettes oder was? Ja, da lag eine Schrotflinte, meine Herren. So, ich drück da mal R, ne? Hab ich mich vor dem Typen erschreckt. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Ich höre Sie, Rotfuchs. Ein US-Aufklärungsflugzeug hat am Stadtrand einen Sendeturm ausgemacht. Der Funker muss ausgeschaltet werden, bevor er Verstärkung rufen kann. Und der Scharfschütze auch. Ende. Hab verstanden. Ende. Na, also unsere Ziele hast du, ne? Ja. Erst den Funker töten, dann den Scharfschütz. Wollen wir mit dem hier quatschen? Ich weiß nicht, ob man mit dem quatschen kann. Also bei mir steht er. Bei mir nicht. Lieutenant Carl Fairburn. Gute Arbeit auf Sanchelini. Besonders in Anbetracht der Umstände. Viele tapfere Männer starben auf der Orchidea. Sorgen wir dafür, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Wir müssen Kessler finden. Ja, hab schon gehört, dass sie schnell auf den Punkt kommen. Übrigens, ich bin Jack Weaver. Das OSS weiß ihre Eile sehr zu schätzen, Carl. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Was wissen Sie über Heinz Böhm? Der Schlechter von Bologna. Ja. Böhm ist ein sadistisches Schwein und aalglatt. Wir wissen noch immer nicht, wie er aussieht. Obwohl man sein Werk mittlerweile überall sehen kann. Wir glauben, er kontrolliert Kessler. Böhm finden, Kessler finden. Verstanden. Ihre Leute meinen, man sollte sich beim hiesigen Widerstand Hilfe holen. Nach unseren Erfahrungen mit den Partisanen könnte das schwierig werden, aber wir versuchen's. Ich brauche einen Namen und einen Ort. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Sofia Di Rocco. Man nennt sie auch den Engel. Sie finden sie in der Stadt. Na schön, ich versuch's. Karl, hören Sie. Die Nazis haben eine Rastrellamento durchgeführt. Sie haben die Stadt durchkämmt, Partisanen zusammengetrieben und... womöglich haben schon die Exekutionen begonnen. Wissen Sie, wo sie sind? Wenn ich das bloß wüsste. Das Partisanen-Hauptquartier. Danach sollten Sie Ausschau halten. Schon dabei. Karl? Das hier ist ein Pulverfass. Wir brauchen nur jemanden, der es entzündet. Wer ist der Typ hier? Keine Ahnung. Mit dem kann ich auch reden. Mach mal. Hey, hört sich nicht gut an. Sie müssen Lieutenant Fairburn sein. Ich soll Sie zu unserer Anführerin Sophia bringen. Wir nennen Sie den Engel. Ich finde den Weg selbst.
Die Faschisten haben ein Rastrellamento durchgeführt und unsere Leute aus der ganzen Stadt geholt. Der Engel plant ihre Rettung. Scheint eine mutige Frau zu sein. Sie kennen den Kommandobefehl? Der Führer kann befehlen, was immer er will. Sie sind ein Kommando. Das heißt, sie werden eher erschossen, als dass man sie gefangen nimmt. Das macht Ihnen keine Angst? Das ist Berufsrisiko. Schön, dass Sie den Tod nicht fürchten. Davon haben wir hier zu viel gesehen. Schauen Sie nur auf den Friedhof. Die vielen Toten dort sprechen ganze Bände. Mhm. Ah ja. Also fährt er uns nicht dahin. Ich denke mal, wir sollen... Mission zu starten. Ja, ja, du teleportierst dich gleich hinterher. Nein, du ziehst mich am Seil hinterm Boot hinterher. Weniger auffällig und so. So, obligatorische. Erstmal eine erhöhte Position suchen und gucken. Ich denke, nach links können wir einigermaßen. Kann man hier am Wasser ein bisschen lang? Da stehen schon zwei Faschos. So am Wasser kommt man nicht so recht lang. Einen habe ich, aber wo der andere ist, weiß ich nicht. Der steht dahinter. Aber der den... Der müsste dahinter stehen. Ja, aber der den Rücken zu uns dreht, den kann man wegnatzen. Ah ja, ich sehe. Ist sie immer noch im Gange? Die Belagerung? Ja, scheint so. Die sollten sie ausräuchern. Die Geduld des Kommandanten ist am Ende. Die werden sie bald stürmen. Der hinterm Fass, den sehe ich nicht. Jetzt sehe ich beide. Wenn der Typ hier... Hast du den rechten? Nee, der steht hinterm Stein. Die stehen beide für mich jetzt hinterm Stein. Ja, ich will hochklettern und will den, der jetzt links ist, sobald er wieder hier vorne steht und mir den Rücken zudreht, springe ich hoch und mache Nahkampftötung. Warte, ich such mal. Wenn ich mich hinstelle, sehe ich sein Köpfchen. Aber auch nur einen Millimeter vom Köpfchen. Denk nur dran, wir haben hier keine Lautstärke. Von daher wäre, glaube ich, verdeckteres Vorgehen erstmal besser. Ich wüsste jetzt nicht, ob du näher, wenn du näher rankommst, ob du den dann irgendwie mit der Pistole erledigen kannst. Warte, ich krieg mal hier. Vielleicht komme ich auf den. Der andere ist gerade weg. Kommt hier aber auch nirgends hin. Willst du den linken im Auge behalten? Nee, auch nicht. Ich habe eine ganz kacke Position in jeder Richtung. Ich schleiche jetzt gerade hier hoch. Der linke kommt ganz langsam auf dich zu. Ich weiß nicht, wie dein Sichtfeld ist. So, den einen habe ich. Okay. Was mit dem Boot auf? Können die einen auch sehen? Das Boot ist quasi das neue Flugzeug. Den anderen kann man durch ein Fenster jetzt sehen. Soll ich schießen? Huch, wir haben ja ein neues Schaf zum Glück. Warte. Du darfst dich auf keinen Fall hinstellen. Der kommt langsam zurück. Jetzt habe ich ihn nicht mehr so gut im Visier.
Problem ist, ich weiß nicht, ob hier noch mehr Gegner sind. Ja, da, auf dem Dach. Du musst langsam mal da wegkommen. Der sieht dich sonst gleich. Schnapp du dir den, also den linken. Und ich hole mir den dann auf dem Dach. Okay. Jetzt? Wenn du Feuer brennst, ja. Da kommt einer schnell auf uns Wir zu. Wir bekommen Gesellschaft. Ich hab das Maschinengewehr in der Hand. Die sind alle quasi über mir. Die Position untersuchen! Ich! Einer der Männer! Seid vorsichtig! Oh Gott! Nein! Nähere mich seiner Position! Los! Einer ist bei dir. Sehr schön. Die Pistole ist ganz nett. Ja, ne? Mehr werde ich hier nicht finden. Snipen die hier rüber? Nö, anscheinend nicht. Ich habe ab und zu Schüsse deswegen. Oder sollen das die Exekutionen sein? Ich vermute es auch. Meinst du, hast alle schon gesichtet hier? Ich sehe niemanden mehr an den Häuserwänden da. Ich frage mich halt, wo der Scharfschütze ist. Wo ist der Scharfschütze? Ich frage mich, wo der Scharfschütze ist. So. Ich habe erst einen Turm gesehen, wo er drauf sein könnte. Allein von der Stellung her, dass es praktisch wäre. Das wäre welcher? Siehst du diese Italien-Flagge, wo der Funker auch ist? Mhm. Da oben drauf auf dem Gebäude, da ist eine erhöhte Position. Also jetzt so ein bisschen links davon. Also nicht die große Italien-Flagge, sondern die andere da. Ja. Das wäre ein Turm, wo ich quasi als Sniper draufstehen würde, denke ich mir. Aber ein Steinadler. Hast du den Adler getötet? Ja. Also, das ist kein Lebender, es war wirklich einer aus Stein. Achso. Auf dem Boot sitzt wirklich einer drauf und kann schießen. Könnten versuchen, das Boot auszuschalten. Wir haben da allerdings erstmal den Schützen hinten drauf. Spieler gesichtet? Was den habe ich. Jetzt ist das Boot keine Gefahr mehr für uns. Es sei denn, er kriegt einen neuen Gunner, aber der Gunner ist tot. Einer kommt zu uns, über die Brücke gelaufen, von vorne. Ist der oben drauf?
laufe einmal hier am Wasser lang. Oh. Ich denke mal, wenn man ein helles Glitzerlicht sieht, dass das der Sniper sein könnte, richtig? Ja. Dann habe ich ihn gefunden. Wir haben einen Mann verloren. Da hinten ist er, ganz hinten am Arsch der Welt, ganz rechts. Okay, sehen. Ja. Willst du oder soll ich? Mach du, ich habe kein freies Schussfeld. Böse, der ist verdammt schnell. Ich kann sonst durch das Gebüsch versuchen, aber der hat mich gesehen. Bleib du schön gedeckt, verdeckt. Ich versuche ihn zu töten. Sehr schön. Durchs Gebüsch, aber ich habe mir auch eine gefangen und sie wissen, wo ich bin. Ja, du kannst dich heilen, ne? Oh. Ich bin dann mal weg. Komm zu mir hoch. Wie heile ich mich? Mit Q auf die Verbände wählen. Warte, ich gehe erstmal irgendwo hin, wo sie mich nicht abknallen. Muss ich irgendwie noch. Und dann kannst du mit M, F das dann aktivieren. Du musst halt erstmal auswählen. Ja. Und dann hast du es unten rechts im Dings drin, das Heilen zum Heilen, und dann halt F drücken. Okay. Ich sehe noch mehr unmarkierte Personen. Wir sind eh auf dem Flur, wenn müssen wir jetzt Rambo-like hier. Ob ich dich töten kann? Ich möchte es nicht ausprobieren. Du willst, glaube ich, auch irgendwie wissen. Au. Bin wieder runter zum Strand. Ich bräuchte ein anderes Scharfschützengewehr. Ich habe nur noch 5 Schuss auf den Sniper Rifle. Vielleicht hier bei den Leichen? Ich weiß nicht. Okay, sie sind alarmbereit, aber wissen nicht mehr, wo wir sind. Und einer ist hier beim Auto, pass auf. Und einer umläuft uns hinten. Geh erstmal in Deckung hier. Ich
zweimal daneben geschossen. Krieg den nicht. Lass ihn rauskommen. Was denn? Ja. So, ich wollte eigentlich gucken, ob ich zu dem Scharfschützen hochkomme und mir sein Gewehr krallen kann. Mhm. Ich muss mal wissen, wo der jetzt auch war. War der nicht hier? Oben im Turm da, ja. Zwei Leute folgen dir. Das Ding ist überhaupt nicht laut. Noch einer. Hast du das Gewehr, was du wolltest? Ich hab die Schrotze, aber das Sniper-Rifle finde ich nicht. Aber der war auf dem Turm irgendwo noch. Dir kommt einer entgegen. Noch einer bei dir? Irgendwie ruckelt das plötzlich bei mir. Gerade Probleme. Inwiefern? Ja, es ruckelt ganz doll. Jetzt geht's wieder. Nee. Es friert immer kurz ein. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Da oben ist einer auf dem Balkon. Mehr sehe ich gerade von hier aus nicht. Also man kann hier von Gebüsch zu Gebüsch. Da beim Sniper-Turm steht noch was. Musst du aufpassen. Ja. Wir haben ja aber keine Lautstärke. An den beiden müssen wir vorbei, um oben den Sniper-Bericht zu finden. Deswegen konntest du auch die Waffe nicht finden. Ob die Steine uns gut... Okay, probier's aus.
wollte gerade sagen, ob die uns gut genug bedecken, dass wir da vorbeilaufen. Ja. Ich schätze mal, von da aus kannst du den unteren Typen nicht sehen, ne? Den unteren? Nein. Dann bleibe ich hier. Ich will versuchen ranzukommen, um sie im Nahkampf bzw. mit der Velrod auszuschalten. Mhm. Weil wir haben jetzt gerade wieder alle auf Status Weiß. Nee, hinter mir ist einer gelb. Suche vorüber jetzt, das ist alles weiß. Also, das Problem ist, ich habe in meinem Scharfschützengewehr nur noch 4 Kugeln, das war's. Ja, am besten wäre es ja, wenn wir sie gleichzeitig töten könnten, oder? Wenn du den unteren kriegst? Der steht schön still, also ich würde ihn eigentlich kriegen. Musst nur gut genug anzählen. Also den oberen habe ich. Okay, also Leertaste. Und 3, 2, 1. Jetzt hat er sich geduckt wegen dir. Warte. Ich lauf runter an den Strand. Ich bin jetzt in dem Sniper-Turm. Ich bin unter der Brücke, über die du rüber gelaufen bist. Einfach damit sie mich nicht finden. Es reicht, wenn du das findest, oder? Ich gehe davon aus. Mich, wo der da oben ist. Er hat ein neues, anderes Scharfschützengewehr. Von hier oben kann ich dir echt keine Hilfe sein. Ich sehe von hier aus auch keinen. Der sucht es oben auf so einem. Bei dem blauen Haus, rechts davon, auf so einem erhöhten Ding. Und hinter dem Wagen, den haben wir noch nicht markiert, keine Ahnung, wo der ist. Ich habe ja auch keinen. Nee, ich habe niemanden von denen, den wir markiert haben, den ich treffen könnte. Aber wenigstens habe ich wieder Munition. Also hinter dem Auto ist irgendwo einer. Oh, der ist hinter einem richtig dicken Baum von mir aus. So, gucken wir uns erstmal kurz die Karte an. Also wir müssen definitiv in... Ja, wie machen wir es am besten? Ich glaube, wir machen den Funker zuerst. Ich habe da noch gerade einen gefunden. Der hat 3 Häkchen und steht in der Nähe von dem Funkturm.
Hast du den anderen gerade gefunden? Ich habe da gerade einen markiert, ja. Das war der, der mich vorhin irgendwie gesucht hat. Ich weiß nicht, soll ich versuchen, von hier aus darüber zu gehen? Ich habe keine Ahnung, ob ich, besser gesagt, ob du da irgendwie jetzt gut stehst oder laufen kannst. Es ist in der Nähe von dem LKW, glaube ich, kein einziges Gestrüpp, wo ich mich reinsetzen kann. Beim LKW bin ich gerade. Ich bin hinter dem dicken Baum quasi. Mhm. Ich will erstmal hoch zum Funker und den ausschalten. Meinst du, schaffst du das allein? Ich denke ja. Oder soll ich einmal oben rum gehen und dir folgen? Du kannst folgen, aber ich denke mal, dass ich den auch alleine hinkriege. Ich muss nur vorsichtig vorgehen. Einer klettert da neben dir irgendwo hoch. Du wirst anscheinend von einem gesucht, den wir noch nicht gefunden haben. Verstärkung rückt an, der Typ funkert. Ziel nicht erreicht, Karte ansehen, was steht da denn jetzt? Hauptquartier finden. Versuch für ein Ablenkungsmanöver zu sorgen. Ich bin gerade viel zu laut. Thank you.
Scheiße, ich muss hier weg. Zu Tode erschreckt. Entschuldigung. Alles gut. Da bist du, Penner. Funker getroffen, würde ich sagen. Das war der Funker, ja. Ich sehe den Typen hier nicht direkt. Irgendeiner schießt hier aber noch. So. Okay, ich bin nur noch gelb. Wie sieht's bei dir aus? Auch. Ich habe nur das Problem, dass ich kein bisschen Munition mehr habe für meine Pistole. Kann ich dir theoretisch was geben? Nee, leider nicht. Ganz viele rote Punkte. Willst du nicht lieber ins Gebüsch kommen? Na, hier ist irgendwie ein Krieg am Laufen. Auch. Mann, habe ich mich erschreckt. Ja, aber mal den Dings in die Luft. Ach, das ist doch nicht schade. Alarm. Ich habe keine Ahnung, wer da vorne Freund oder Feind ist. Alles, was rot ist, nicht.
man hier irgendwo hoch? So als Bergsiege müsste man das eigentlich schaffen. Hinter uns. Wo bist du? Oben oder unten? Oben. Meine Herren. Entschuldigung. Ich hatte Angst, dass er dich sonst zieht. Ach, das ist eine Hose, die da an der Wäscheleine hängt. Ich denke die ganze Zeit, da steht einer. Wo läufst du grob hin? Auf einmal kurz zurück, weil hier Munitionspack liegt. Ja. Scheint alles gewesen zu sein. Noch einer auf dem Haus, da so ein bisschen links von dem anderen. Das sehe ich aber auch nicht. Lass zur Kirche hochgehen. So ist das, wo ich bin? Nee, hier wo ich bin. Ich wollte mich einmal jetzt um die beiden kümmern. Quasi von hinten.
müssen unter mir sein. Das sind Partisanen da an der Kirche. Siehst du? Der andere muss unter mir sein, ich hab keine Ahnung. Ich komme an beide nicht ran. Das wollte ich nun nicht, dass die mich hier sehen. Oder da. Das sah, glaube ich, gut aus. Ich habe mich angeschlichen und saß dann einfach neben ihm. Und habe ihn dann erst gesehen. Der hat Granaten geworfen. Die habe ich geworfen. Achso. Na dann ab zur Küche. Ciao. Bist du noch mit Full Life? Ja. Oh, ich hab eine Granate geworfen! Das war keine Absicht! War ich nicht. Du wissen, dass wir Freunde sind? Doch, ich glaube, wir sind sie wieder lieb. Kannst du hier noch irgendwas grappen? Nee. Was machen soll? Ein bisschen was. Cool, man kann hier hoch. Kleines Snipernest. Was griffelst du da dran rum? Was hast du gefunden? Tellaminen und sowas alles. Was ist denn jetzt unser Ziel? Irgendwie muss hinter der Kirche noch irgendwas sein, da ist doch noch ein Fragezeichen. Ja, das ist durchsuchen den Friedhof. Hast du hier schon wieder was gebrochen? Nein. Ich mach das lieber vorsichtig. Ich habe nämlich kein Medikit mehr, glaube ich. Hi, tatsächlich nicht mehr.
Ja gut, da musst du halt mehr Leichen plündern wegen Verbänden etc. Was ist das denn hier? Kann man die Gruft hier aufsprengen oder bist du hier schon richtig? Die habe ich aufgemacht. So. Ja, dann renn du mal voraus da rein. Soll ich das gleich nehmen? Ich habe 2 Striche weg vom Leben. Nö, nee, dann war's noch. Hauptsache ich sterb nicht. Kann ich dich irgendwie rein? Nö. Was hat das mit Stabilisieren auf sich? Nee, kann ich nur auf mich selbst anwenden. Gut, dann müssen wir jetzt hier so wieder raus und dann da geradeaus irgendwie, oder? Ja, zum Hauptquartier müssen wir. Oh, müsste auch hier lang sein. Ne? Theoretisch reist du richtig, ja. Dann ist leider ein Problem. Hier bewegt sich keiner. Achso, das ist das Startgebiet. Okay. Hier gibt's nochmal Blut. Ich weiß nicht, ob du das brauchst, was da liegt. Anscheinend. Das ist Shotgun Money. Die Speisekammer gefunden. Nom nom nom. Okay, jetzt muss ich mich heilen. Die Ansagen sind nur minimal nervend. Ja, ne? Thank you.
über mir läuft einer. Ich habe gerade das Gebiet viel verlassen. Bist du oben oder unten? Oben. Ich verfolge gerade einer von den Faschos her. Den oberen? Ja. Okay. Was für ein Idiot. Ich glaube, wir laufen nicht zu dir. Okay, jetzt laufen sie gar nicht mehr. Dann verblutet noch einer, schnappt ihr den Kill. Finde ich nichts mehr. Das Hauptquartier habe ich immer noch nicht. Nee. Wie gemein. Leichnam mit Sprengfallen versehen. Oh ja. Wie böse. Nein. Unten oder oben? Unten. Anwesend. Oh, hier ist so eine Schrotze, falls du willst. Auf Tisch. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand sie ganz gut, die hat mir gute Dienste geleistet. Rucksackladungen. Die werde ich wohl brauchen. Mhm. Hier liegt noch jede Menge Midi-Zeug rum, ne? Ich habe ein Medikit aufgenommen. Schön. wenn du kannst, wechsel dir auf die Kakano. Die ich dahinter mich durchlassen. Mehr Munition und 8-fach Zoom. Erstmal alle Waffen durchladen. Ja, ganz nett. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da oben zum Berg, wo wir eben rumgekrochen sind. Na dann. Alle Wege führen nach Rom oder wie war das? Bestimmt. Weg gefunden. Das ging doch flott. Nur
Bewohner haben Fragen, ob unser Auto hier. Ne, kann man nicht fahren, schade. Ist die Frage, wie man da jetzt perfekt hochkommt. Naja, wir müssen in die Burg rein, ne? Ja, ich glaube, von hier aus kommt man besser hoch. Glaube ich. Keine Ahnung. Das ist ein Medikit. Kein Medikit? Irgendein Rucksack. Aber anscheinend kein Medikit. Oh, weg von der Tür! Ja, ich stehe neben einem explosiven Fass. Da liegen ein paar Tote. Mehr nicht? Tja, dann eben nicht. Gewehrmunition voll. Ja, das bringt mir auch nicht anders. Hier ist noch ein kleines Lager. Ist aber nichts Spannendes. Obwohl doch. Stiegerladen, das bin ich voll. Hä? Achso. Sie müssen der Engel sein. Wir müssen reden. Der SOE-Scharfschütze. Schön, Sie hier zu sehen. Sie hat uns gerettet. Worauf warten Sie noch? Reden wir. Na, die war ja nett. Okay.